Hallo? Sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Es ist schon so, wie ich gesagt habe. Ihm ist unser Wachmann lang gegangen. Aber der hat ihn nicht gesehen. Ich aber ja. Ja, Sie sollten schon kommen. Wie bitte? Mein Name? Wendrich. Nichts. Absolut nichts. Hallo! Frau Wendrich, gehen Sie schlafen. Alles in Ordnung. Yes, Gott sei Dank. Oh. Komm, wir fahren noch mal um den Block. Die geht mir auf den Wecker. Nicht einschlafen. Ah, der 50er ist noch drin. Auf mich anzulügen. Wenn du mich schlägst, frei. Was geht das dich aus, Mara? Na und, was denn? Ich hab dich in der Hand. Weil ich vorbestraft bin, oder was? Nein. Weil du es immer wieder tust. Sag das noch einmal. Diesmal zeige ich dich an. Man muss die Leute vor dir bewahren. Das probier mal. Wenn du mich schlägst, schreie ich das ganze Haus zusammen. Halt den Mund. Die Polizei ist im Hof. Ich weiß.
deine Hände hoch! Nein, ich war das nicht. Ich kann sowas gar nicht. Hände aufs Dach! Aus! Beide auseinander! Da ist alles voll Blut. Vielleicht kann man der Frau noch helfen. Schön was. Dieser für 5211. Wir sind mit Festgenommenen unterwegs zur Notaufnahme Schwabing. Anschließend zurück zum Polizeipräsidium Schreibraum. Wieso warst du so schnell am Telefon? Du weißt ja, was du hast. Ich stehe doch immer so früh auf. Wenn Sie bitte einen Moment warten würden, ich komme gleich zu Ihnen. Ja? Danke. Ich verstehe das nicht. Der ist uns direkt in die Arme gelaufen. Ist das der Täter, den du da draußen im Streifenwagen sitzen hast? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du sagst mir das. Hier hast du den Pass der Toten. Grüß dich, Leo. Doktor. Leo, kann ich auch mal was sagen? Ich habe nicht viel Zeit. Ich mach's auch wieder kurz. Also über den Daumen ist sie etwa 1 oder 2 Stunden tot. Und ich habe bisher 12 Messereinstiche gezählt. Ist sie vergewaltigt worden? Nein, zumindest im Augenblick nicht erkennbar. Auch keine Anzeichen von Abwehr von Gewalt oder so. Das muss sie im Schlaf erwischt haben. Mehr morgen nach der Obduktion. Wahrscheinlich aus der Küche der Toten. Ein Fleischermesser. Ludmila Gerber. Geboren am 27.07.1960. Vor 5 Jahren aus der Sowjetunion gekommen. Katze der Toten habe ich zur Nachbarin gegeben. Und dann dieser Handschuh, der möglicherweise dem Festgenommenen gehört. Das halte ich für sicher. Er hat den Kollegen bei der Festnahme gesagt, dass ein Handschuh von ihm hier liegen muss. Ich weiß nicht. Irgendwie erinnert mich das alles an irgendwas. 2 Frauenmorde. Einer vor einem halben Jahr, der andere vor 2 Jahren. Nicht weit weg von hier. Die beiden, die Leitner und die Kollegen nicht aufklären konnten, oder was? Genau. Die Messerstiche, das erinnert mich. Dieser Schmuck hier ist bei den Festgenommenen sichergestellt worden. Leo, wir gehen mal zu der alten Dame, die da angerufen hat. Gut. Kollege, wie heißt denn die alte Dame? Wendrich. Wendrich. Danke. Viel Spaß. Danke auch. Ich bin bei dem Wielands nebenan. Mhm. Also, haben Sie was gehört? Nein, ich habe Musik gehört. Mein Mann ist nachts oft wach. Ich habe früher Nachtschicht gehabt. Jetzt haben wir beide keine Arbeit mehr. Das ist oft nicht ganz einfach. Wir kommen schon zurecht. So ist es auch wieder nicht. Und Sie? Haben Sie was gehört? Nö. Ich gehe meistens früh ins Bett. Hören Sie über Lautsprecher oder? Über Kopfhörer. Anders geht das nicht in der kleinen Wohnung. Leo, hast du noch mal einen Moment Zeit? Ja, was ist? Ich möchte noch mal was zeigen. Und zwar ist mir aufgefallen. Pass auf, wenn du zum Beispiel... Ja. Und sonst bist du noch zu retten, was? Wenn du dich jetzt hier aufführen willst, dann such dir jemanden anderen. Was geht es dir an, dass wir beide keine Arbeit haben? Ist das was Schlimmes? Du hast von nichts eine Ahnung, von gar nichts. Na, aber du vielleicht. Ja, ich schon. Aha. Dann würde ich dir raten, schleunigst mal die Kopfhörer zu suchen, falls sie die nämlich später sehen wollen. Was schaust du denn so?
Wir sollten vielleicht noch eine Blutprobe machen. So ganz nüchtern ist er nicht. Haben Sie sonst noch was bei ihm gefunden? Außer dem Schmuck, meine ich. Kleingeld, Hausschlüssel, Taschenlampe, sowas wie Nachschlüssel an einem Ring, 1850 Mark in Scheinen. Mehr nicht. Keine Waffe, nichts. Danke. Ich bin Hauptkommissar Chris. Sie wissen, warum wir festgenommen sind. Ich habe gehört, Sie haben sich die Hand verletzt. Ja, an dem Messer. Herr Gast, machen wir es kurz. Haben Sie mir was zu sagen? Sieht nicht gerade gut aus für Sie. Na schön, wie Sie wollen. Wir sehen uns später im Präsidium. Ich habe in meinem Leben schon einen Haufen Mist gebaut. Aber mit Mord und Totschlag habe ich nichts am Hut. Absolut nicht. Das können Sie schon mal reinziehen. Ich fahre mit ihm mit, dass sie mir das Blut nicht abwaschen, was er in der Hand hat. Wir können fahren. Manchmal kam ein Mann zu der Dame. So zwei, dreimal die Woche. Er kam immer nachts, so um 11. Und um 3 war er meistens weg. Aber jetzt fragen Sie mich nicht, wie der Mann aussah. Frau Wendrich, der Mann, war der heute Nacht auch da? Ja, das ist es ja eben. Ich habe zu lange gelesen und bin erst ziemlich spät ans Fenster. Soll ich Ihnen nicht doch einen schönen, starken Kaffee machen? Hm? Vielen Dank, das ist sehr liebenswürdig, aber wir müssen leider weiter. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Polizei so nett sein kann. Jane Lörgast? Ich bin's. Ich bin hier im Polizeipräsidium. Was? Wo bist du? Bei der Polizei, im Polizeipräsidium. Das darf doch nicht wahr sein. Aber kannst du mich hier rausholen? Was? Kannst du mich hier rausholen? Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich lasse mich scheiden. Ich habe nämlich jetzt endgültig genug von dir. Wieso lassen die dich überhaupt noch telefonieren? Jürgen, hast du gut geschlafen? Findet ihr nicht, er bessert sich? Heute ist er nur noch 15 Minuten zu spät. Ich kenne keine Rechtsanwaltskanzlei, wo jeden Morgen eine Lagebesprechung abgehalten wird. Die anderen haben es auch nicht mehr nötig. Niemand erwartet von dir, dass du dich jeden Morgen entschuldigst. Ich habe einen Entschluss gefasst. Alle hören dir zu. Ihr habt von dem Einbruch heute Nacht gehört? Dem Einbruch mit dem Mord? Es ist ein klarer Raubmord, wenn du mich fragst. Ja, ich will versuchen, die Verteidigung dieses Mannes zu übernehmen. Jürgen Luban gegen Leo Kresk. Du traust dich was? Den schaffe ich schon. Und warum? Nun, der Dorfmüller muss ja nicht alle interessanten Fälle in dieser Stadt abstauben. Ich gehe davon aus, dass Sie versuchen werden, diesem Mann die anderen Fälle vor einem halben Jahr und vor 2 Jahren auch zu unterstellen. Wollen. Ach ja, Sie wollen. Herr Luban, könnten Sie bitte in Ihr Büro kommen? Ja. Jessica ist schon da. Wetten? Ich finde, er macht sich. Dafür, dass er bald reich heiraten wird, strengt er sich ganz schön an. Du,
Jürgen, vergiss nicht, Huber kommt in einer Viertelstunde. Hey, was ist passiert? Was soll passiert sein? Frühstück. Ich muss arbeiten. Ach, Jürgen, was ist das für eine schreckliche Begrüßung? In einer Viertelstunde kommt ein Klient. Ich weiß. Du wirst ihm absagen. Wie stellst du dir das vor? Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Du hast vergessen, dir was in deinen Terminkalender einzutragen. Was, heute? Ja. Genau heute, vor 5 Jahren, haben wir uns kennengelernt. Würdest du bitte den Champagner öffnen? Jessica, irgendwas ist da noch mit dir. Ja. Wo bist du heute Nacht gewesen? Gast, ich stelle fest, Sie lassen auch wieder bei uns arbeiten. Und Sie wissen ja, wie das abläuft hier. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu reden. Wenn Sie die Hände ganz locker lassen, wie sieht es diesmal aus? Nicht gut für Sie, stelle ich fest. Herr Gast, schauen Sie mal bitte in die Kamera. Jedes Mal derselbe Quatsch. Ihr habt doch genug Fotos von mir. Würden Sie bitte ruhig sein. Ludmila Gerber, geboren, wohnhaft und so weiter, medizinisch-technische Assistentin. Die ist vor 5 Jahren aus der Sowjetunion gekommen. Bei der Firma bzw. Labor Dr. Paulsen hat sie gearbeitet. Pünktlich, pflichtbewusst, freundlich. Ihre gesamte Verwandtschaft befindet sich noch in der Sowjetunion. Hey Gerd, hörst du zu? Na klar. Für eine medizinisch-technische Assistentin ist die zu kostbar eingerichtet. Außerdem hätte ich gern ihr Notizbuch. So eine junge Frau hat ein Notizbuch mit Namen, Adressen, Telefonnummern und so weiter. Wir haben keines gefunden. Bei Peter Gast war auch nichts. Darf ich euch jetzt vielleicht noch was vorführen? Was ist das? Das Band aus dem Anrufbeantworter der Toten. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Sie Dreckstück! Mach das nochmal. Moment. Hört mal zu. Der Peter Gast hat 2 Jugendstrafen. Versuchte Vergewaltigung 2-mal und 1-mal vollendet. Ja, Kressier. Wie bitte? Afro Wieland. Ja, also mein Mann hält es nicht für wichtig, aber ich denke, ich soll es Ihnen sagen. Ich habe einen Schlüssel für das Apartment von Frau Gerber, weil ich da einmal in der Woche zum Putzen war. Ist Ihr Mann jetzt da? Nein, ist er nicht. Frau Wieland, sind Sie in etwa 2 Stunden zu Hause? Wir kommen noch mal vorbei. Gut, auf Wiedersehen. The secrets of the summer I will keep. The sands of time will. Mystery. No one but you and I. Underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know. On the beach. Yeah, yeah. Oh, down on the beach. Yeah, down. Mit wem hast du telefoniert? Mit meiner Freundin. Was ist das für ein Spiel, was du da treibst? Das könnte ich dich auch fragen.
Bist du ja zufrieden? Was ist das für Geld? Ich will versuchen, die Verteidigung zu übernehmen. Kann man nicht vorstellen, was er sich davon versprechen. Bitte, wollen Sie nicht weiterkommen? Wieso eigentlich meinen Mann? Weil Sie versuchen werden, ihm drei Morde anzuhängen. Wir haben kein Geld. Ich glaube, Geld wird nicht das Problem sein. Und woher wollen Sie wissen, dass es nicht war? Woher? Ich werde mit ihm reden. Mir wäre lieber, Sie würden mich bei meiner Scheidung gegen ihn vertreten. Also, Sie wollen nicht aussagen. Ja. Na, dann mach du das. Bürokreis Riedmann? Ja? Ja, danke. Ihr gebt mir das dann auch schriftlich. So. Ihre Fingerabdrücke sind auf dem Messergriff. Und das Blut auf Ihrer Hand war von der Toten. Außer dem Blut aus Ihrer eigenen Wunde. Was machen Sie hier mit mir? Ich habe nie bestritten, dass ich das Messer in der Hand hatte. Sie haben sie erstochen, weil Sie in Ruhe die Wohnung ausräumen wollten. Bin ich vor Schreck weggelaufen, weil ich kein Blut sehen kann, oder was? Das ist alles nicht mein Bier. Sie müssen mir das beweisen. Das können Sie nicht. Jedenfalls nicht den Mord an dieser Frau. Wir sehen das aber anders, Herr Gast. Klar. Oh, da sind noch zwei kleine Frauenmorde, Herr Gast. Und die sind dem Mord an Frau Gerber nicht sehr unähnlich. Ich bin nur ein paar Mal einbrechen gegangen. Und damit wäre mein Leben auch schon erzählt. Sie lügen doch! Was ist da mit den zwei versuchten Vergewaltigungen und der einen vollendeten? Das ist unwesentlich für Sie, ja? Und jetzt hören Sie von mir kein Wort mehr! Aus! Sie bestehen aber nicht drauf, dass ich weine bei Ihrer Lebensgeschichte, nein. Büro Johnson, Kress am Apparat. Frau Gast, nein. Ihr Mann ist hier, ja, ja. Ich möchte eigentlich nicht, dass Sie mit ihm sprechen. Jetzt nicht. Dann fragen Sie ihn, ob er einen Verteidiger haben will. Ihre Frau fragt, ob Sie einen Verteidiger haben wollen. Sicher, schnellstens. Ja, Ihr Mann möchte. Warten Sie, er möchte gleich mit Ihnen sprechen. Bitte. Ja, Rechtsanwalt Jürgen Luban. Ich werde die Verteidigung von Peter Gast übernehmen. Sind wir uns schon mal begegnet? Nein. Gut, ich fahre jetzt mit Herrn Gast in die Wohnung Gerber. Blumenstraße 19. Sie wissen, wo das ist. Ja, ich weiß. Ich möchte Herrn Gast dann dort einen Moment allein sprechen. Ja, Sie können mit Herrn Gast alleine sprechen. Auf Wiederhören. Ich gehe da nicht noch mal hin. Das brauchen Sie nicht zu glauben. Sie kommen mit und wir fahren Sie hin. Das ist doch was. Ich gehe da nicht noch mal hin. Ja? Rechtsanwalt Luban. Ah ja, Sie wollten mit Herrn Gast sprechen. Er ist drin. Gib ihm drei Minuten, ja? Danke. Gerd, ihr wolltet mir doch den Wachmann von gestern Nacht hier bestellen. Schon unterwegs. Gut. Ich bin bei dem Wieland. Okay. Guten Tag. Ich habe noch ein paar Fragen.
Wovon leben Sie eigentlich? Ich meine, das ist ja nicht gerade die billigste Gegend. Ich jobbe. Mal hier, mal da. Haben Sie noch mehr Putzstellen außer der bei Frau Gerber? Nein. Ich habe übrigens die Katze von Frau Gerber. Wir werden von hier wegziehen. Wissen Sie, wo Frau Gerber Geld aufbewahrt hat? Mhm. Im Schreibtisch in der linken Schublade und im Wäscheschrank zwischen der Bettwäsche. Ein paar Tausender immer. Wir haben da nichts gefunden. Wieso sollten wir eigentlich nicht wissen, dass Ihre Frau bei Frau Gerber putzt? Und ich weiß, wie schnell man verdächtigt wird. Hatte Frau Gerber oft Besuch? Ich meine Männerbesuch. Nein, das sind Sie ganz falsch. Sie hatte einen Freund. Kennen Sie den Freund? Nee, aber gehört haben wir ihn. Und das wird für mich sein. Danke. Der spielt seinem Anwalt ganze Theaterstücke vor. Lass ihn doch. Was ist mit dem Wachmann? Der wartet draußen. Ah ja. So, Herr Westhoff, das ist Herr Hauptkommissar Spess. Tag. Tag. Sagen Sie, der Mann, der letzte Nacht in die Wohnung von Frau Gerber eingebrochen ist, hat ausgesagt, die Tür wäre nicht zugewesen. Sie sind doch hier langgekommen. Was? Was war die nicht? Also, wenn eine Tür nicht zu ist, dann sehe ich das. Dafür komme ich ja hier lang. Ja, ja, schon gut. Schönen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Westhoff. Alles klar da drin. Geht. 3 Minuten sind um. You must remember this. A kiss is still a kiss. The sign is just a sign. The sandy mountain thing. Guten Appetit. Danke. Warum hast du mir gestern Abend nicht mehr gute Nacht gesagt? Jessica, fang nicht schon wieder an. Bitte. Ja? Also gut, noch einmal. Ich habe angerufen, es ist niemand dran gegangen. Weder deine Mutter noch die Haushälterin. Niemand. Das kann nicht sein. Das ist aber so. Wenn du uns beide so zusammen sehen würdest, würdest du uns für ein glückliches Paar halten? So kurz vor der Hochzeit? Warum nicht? Wir leben ja nicht gerade sehr nach außen betätigt. Würdest du? Wirklich? Jessica, ich habe heute ein bisschen viel um die Ohren. Du musst etwas nachsichtig sein, ja? War was Besonderes? Ich habe die Verteidigung von dem Mann übernommen, der heute Nacht... Was für ein Mann? Der Mord an der Frau heute Nacht. Und warum ausgerechnet diesen Fall? Warum nicht diesen Fall? Entschuldige mich, ich muss mal kurz telefonieren. Hast du inzwischen was rausgefunden über die Bilanz von nebenan? Wann denn? Mach ich gleich, wenn wir hier fertig sind. Weißt du, was mir auffällt, Leo? Nee, aber du wirst es mir gleich sagen. Sie zahlt alles über Konto, außer Miete. Miete zahlt sie überhaupt nie. Nichts. Keine Miete. Manchmal ist ja eins und eins immer noch zwei. Vielleicht zahlt ihr Liebhaber die Miete. Oh, Leo, das ist ein Klischee. Na und? 3/4 unseres Lebens bestehen aus Klischees. Ich habe gehört, dass Sie hier sind.
Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Guten Tag. Danke für die Tun. Hallo. Ich hätte zwei Fragen an Sie. Ja, ich höre. Also erstens möchte ich nicht, dass Sie sich wundern, wenn Sie während Ihrer Ermittlungen auf Zeugen stoßen, die ich schon befragt habe oder noch befragen werde. Na, warum soll ich mich wundern, Herr Luban? Und was noch? Haben Sie auf dem Messer, ich meine, haben Sie da noch andere Fingerabdrücke gefunden als nur die von Peter Gast? Ach, deswegen kommen Sie. Da können Sie nicht warten, bis das schriftlich bei den Akten ist? Ah ja, sicher, aber ich dachte, Sie könnten mir helfen. Werner? Sind noch andere Fingerabdrücke auf dem Messer? Das war schon alles. Darf ich Sie auch was fragen? Ja, bitte, selbstverständlich. Gab es früher schon einmal eine Verbindung von Ihnen zu Peter Gast? Oder zu seiner Frau? Nein. Was interessiert Sie dann so sehr an dem Fall? Gegen Sie anzutreten. Um zu verhindern, dass man meinem Mandanten noch zwei offene Frauenmorde anhängt. Das ist wenigstens ein Wort. Darf ich mich in der Wohnung ein wenig umsehen? Wenn Sie nichts anfassen. Danke. Sie sollten nichts anfassen. Haben Sie nicht zugehört? Oh. Entschuldigung. Danke, Herr Kress. Auf Wiedersehen. Ich denke, bis morgen. Ich werde wegen Peter Gast einen Haftprüfungstermin beantragen. Tun Sie das, Herr Luban. Beim Haftprüfungstermin wird nur der Einbruch von Peter Gast übrig bleiben. Das wirst du sehen. Und dann stehen wir da. Du hast recht. Der Täter hat sich nach der Tat im Waschbecken die Hände gewaschen. Das habe ich festgestellt. Werner, ich brauche unbedingt das Notizbuch von der Toten. Das wird immer wichtiger. Ich weiß, aber ich finde es nicht. Was hast du denn da eigentlich? Ein lila Fingernagel. Der war da gestern nicht drin. Muss man meine Leute fragen. Oder? Oder was? Auch nichts. Ich glaube, wir müssen einen Mann suchen, der ihr auch sonst noch hat Geld zukommen lassen. Und was ist, wenn das doch nur ein ganz gewöhnlicher Raubmord war? Einzahlungen über Schecks, so zwischen 1 und 3.000 Mark, habe ich gefunden. Werner, ich brauche jetzt... Ja, ich weiß. Das Notizbuch. Zucker oder Süßstoff? Süßstoff. Danke. Wenn Frau Gerber zur Arbeit war, war die Katze sowieso viel mehr bei mir als drüben in der Wohnung. Ja. Aber dass Sie letzte Nacht nichts gehört haben? Das fangen Sie auch noch an. Wer sind wir denn? Ja. Aber die Stimme. Die Stimme von dem Freund. Ich meine dem Freund von Frau Gerber. Die haben Sie manchmal schon gehört. Würden Sie sie wiedererkennen? Ja, wahrscheinlich. Dann war das der Mörder, oder was? Die Stimme. Die Stimme war so wie ihre.
Die Stimmlage, sagen wir mal. So wie ihre. Vielleicht sollte man die Futternäpfe von nebenan holen. Ich glaube, Katzen sind so etwas gewohnt. Mhm. Rufen Sie mich an, wenn Ihnen noch etwas einfällt. Danke. Ich finde mich schon zurecht. Wenn ich das alles richtig verstehe, dann sind Sie der Rechtsanwalt des Mörders von Frau Gerber. Mein Mandant ist nicht der Mörder von Frau Gerber. Und wer ist es? Das weiß ich doch nicht. Wiederschön. Der Mann mit der Stimme. So. Wo ist das Geld? Welches Geld? 6.000 Mark in einer Schachtel. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Woher ist das Geld? Das kann ich dich auch fragen. Das ist doch nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Viele Frauen haben solche künstlichen Nägel, Leo. Hast du nicht die kurzen Fingernägel bei der Toten gesehen? Sag bloß nein. Also du mit deinem Bildgedächtnis. Manchmal bist du mir direkt unheimlich. Wen rufst du denn immer an, Gerd? Diese dämliche Hausverwaltung von der Wohnanlage da. Da meldet sich keiner. Ja, könnten wir doch morgen zusammen hingehen. Ja, hast du auch recht. Sagt mal, habt ihr gesehen, dass die Tote auffallend kurze Fingernägel hat? Nein. Ja, ich auch nicht. Die ist weit weg von zu Hause. Ist einsam die meiste Zeit. Möglicherweise ist ihr Liebhaber verheiratet. Mir geht da nämlich die ganze Zeit ein Gedanke im Kopf rum. Erpressung? Erpressung. Was ist, wenn es der Peter Gast nicht war? Fangen wir doch mal so an. Dann hat Ludmilla Gerber den Täter reingelassen oder der hat den Schlüssel. Moment, die Wielands. Ich bin mal eben bei Riedmann. Okay. Da hätten wir aber auch drauf kommen können, ne? Jürgen, was ist los? Ich kann nicht ununterbrochen zu meinem Befinden ein Statement abgeben. Prost. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wo du vorgestern Nacht gewesen bist. Ich habe bei dir angerufen. Aber du nicht bei mir. Jetzt hör endlich auf mit deiner blöden Eifersucht, ja? Frag mich doch mal, wo ich vorgestern Nacht gewesen bin. Wo warst du denn? Unten vor deiner Haustür. Im Wagen bin ich gesessen und hab auf dich gewartet. Bist du verrückt? Ich bin um 9:30 ins Bett und danach nicht mehr ans Telefon. Weißt du, was das heißt? Dass ich dich liebe. Warum musst du diesen schrecklichen Menschen, diesen Mann da verteidigen? Wir beide packen und hauen jetzt ab. Nach Martinique oder irgendwohin, wo es schön ist. Und ich dachte, wir heiraten. Hier. Bis dahin sind wir zurück. Dieses Leben ist nicht mein Leben, Jessica. Niemals. Mir leid.
wetten, dass ich weiß, wer das ist. Er will nur kontrollieren, ob wir schon arbeiten. Wagen 9111. Hallo, Leo. Na klar kann ich dir sagen, was wir machen. Wir sind auf dem Weg zur Hausverwaltung wegen der Miete von der Toten. Und wenn das nicht richtig läuft, dann fahrt er gleich weiter zur Bank, ja? Damit die uns dann einen Vortrag halten über das Bankgeheimnis. Und ihr haltet den euren Vortrag über den richterlichen Bescheid, mit dem er dann morgen wiederkommt. Das können wir natürlich auch machen, okay. Gut, ich warte auf euch im Büro. Danke, over. Nacht hast du natürlich nicht angerufen. Aber dafür bin ich doch jetzt da. Und auch noch rechtzeitig zum Frühstück. Hast du es dir überlegt inzwischen? Jessica. Da gibt's nichts für mich zu überlegen, das weißt du. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke, Gerda. Du kennst mich, hm? Oder kennst mich nicht? Wie soll ein Mann wie er all die Unternehmen führen? Wie bitte? Mutter, hör auf damit, das interessiert mich nicht. Hm. Schon wieder zu hart. Wie lernt es nie? Wie stellst du dir das vor? Weißt du, was ich mir vorstelle? Dass ich in 4 Wochen die schönste Hochzeit feiern werde, die diese Stadt je gesehen hat. Jessica. Ich will weg von hier. Nur noch 10 Minuten zu spät. Wo wird das einmal enden, Jürgen? In Pünktlichkeit. Habt ihr keine Arbeit oder was? Ihr drei Buben sozusagen. Steuerrecht, Scheidungen, Wirtschaftsrecht. Und was passiert so bei der Strafverteidigung? Ich werde heute Haftprüfungstermin beantragen. Na, bei so einer Mordsache bist du dir da sicher, was du da tust? Herr Kress wird endlich begreifen müssen, dass mein Mandant überhaupt nichts mit dem Mord an der Frau zu tun hat. Und wer hat damit zu tun? Ich habe da eine Ahnung. Herr Luban, Telefon für Sie. Ja, stellen Sie durch in meinem Büro. Ja. Ja, bitte. Ich bin's, Chris. Diesmal will ich was von Ihnen. Schießen Sie los. Ja, aber nicht am Telefon, wenn's geht. Wir sollten uns treffen. Vielleicht, vielleicht wieder in dem Apartment von der Frau Gerber. In einer halben Stunde. Einverstanden. Kommen Sie rein. So, da bin ich. Herr Luban, diese Wohnung ist, wie soll ich sagen, also alle Räume in diesem Apartment, Möbel, Gegenstände, was auch immer, sind voll mit Fingerabdrücken von Ihnen. Erklären Sie uns das bitte. Erstmal lege ich die Vertretung meines Mandanten nieder. Ob dieser Beschuldigung. Herr Luban. Wie haben Sie das herausgefunden mit meinen Fingerabdrücken? Die japanische Dose mit den künstlichen Fingernägeln, die anzufassen, das war ein Fehler. Unser Kollege Riedmann ist misstrauischer als wir alle zusammen, Herr Luban. Herr Luban, was ist? Ich war etwa 2 Jahre mit Ludmilla Gerber befreundet. Sie können nicht einfach aufhören, so mittendrin. Frau Gerber ist ermordet worden. Sie haben die Miete für das Apartment bezahlt, ist das richtig? Außerdem haben Sie regelmäßig Herr Luban, was ist? Check auf das Konto der Toten. Einfach aufhören, so mittendrin, was Sie uns zu sagen. Frau Gerber ist ermordet worden. Das war alles.
Sind Sie erpresst worden? Ich wäre verrückt, wenn ich Ja sagen würde. Wie kommen Sie überhaupt auf sowas? Sind Sie erpresst worden, ja oder nein? Nein! Sie wollten demnächst heiraten. Eine gute Partie, wie wir inzwischen wissen. Frau Jessica Cartori, nicht? Jetzt begreife ich auch, warum Sie diese Mordsache unbedingt als Verteidiger haben wollten. Weil es Ihr Mord war. Und weil Sie geglaubt haben, Sie könnten das so besser steuern. War aber nichts, Herr Luban. Haben Sie Fingerabdrücke auf dem Messer gefunden? Gut, machen wir's kurz. Wo waren Sie vorgestern Nacht zwischen 23 Uhr und 2 Uhr morgens? In meinem Bett. Haben Sie jemanden, der das bestätigen kann? Ja. Frau Cartori, Jessica Cartori. Sie hat die Nacht über in ihrem Wagen vor meinem Wohnhaus gesessen. Warum denn das, Herr Luba? Weil sie eifersüchtig ist. Wissen Sie was? Bringen wir's hinter uns. Gleich. Wir fahren zu Frau Cartori und dann sehen wir weiter. Haben Sie die Telefonnummer? 08178-9014. Henry, meldest du uns an, ja? Kommen Sie, Sie fahren mit mir mit. Was gibt's denn da zu sehen? Komm rein. Wissen Sie, solche Menschen wie Ludmilla gibt es nicht mehr in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft. Sie war wie eine der wunderschönen Frauenfiguren aus einem großen russischen Roman. Sie war ohne Misstrauen gegen Menschen. Sie war hilfsbereit. Sie war sanft, zärtlich. Solche Menschen wie Sie werden in unserer Gesellschaft ausgebeutet. Ihre Zuneigung wird als Dummheit angesehen. Sie war, als wenn sie aus einer Ikone gekommen wäre. Warum erzählen Sie mir das? Wem sollte ich es sonst erzählen? Zu welcher Mordkommission wollen Sie mich denn diesmal schleppen? Zu gar keiner, Herr Gast. Diesmal dürfen Sie zur Abwechslung ins Einbruchsdezernat. Na, da kommen wir der Sache doch schon sehr viel näher. Ja, sicher. Die warten schon auf Sie. Kann ich verstehen. Ist ja gewissermaßen meine Handwerkskammer. Ich fürchte, die sind wieder mal mit meiner Arbeit nicht zufrieden. Ach, das glaube ich nicht. Kollegen, ich bringe den Herrn Gast. Wunderschönen guten Tag. Kommen Sie. Nein. Herr Gast. Ja, ich warte. Was ist los, Leute? Riedmann sucht uns, ganz wichtig. Was? Ja, ich höre dich. Was soll ich dazu sagen, Riedmann? Danke, bis gleich. Was ist los? Die Wohnung Gerber ist auch voller Fingerabdrücke von diesem Wieland, Heinz Wieland. Erstens. Und zweitens ist dieser Wieland mehrfach auffällig geworden als Spanner. Als Spanner? Als Lurer, wenn er das mehr sagt. Immer nachts unterwegs mit Fernglas ins offene Balkonfenster. Unter anderem auch, und jetzt kommt's, im Zusammenhang mit diesen beiden anderen Frauenmorden. Jetzt kommst du dran. Lustig. Soll ich's ihm sagen? Wir können Leo das jetzt nicht erzählen. Das können wir ihm nicht antun. Haben Sie meine Fingerabdrücke auf dem Messer gefunden? Nach Fingerabdrücken auf dem Messer haben Sie mich schon mal gefragt. Kirgisien ist viel weiter weg, als Sie glauben, Herr Chris. Manchmal setzt sich alles wie ein Puzzle zusammen.
Gerda, ich bin im Arbeitszimmer. Darf ich mal wissen, was hier vor sich geht? Guten Tag. Wir sind von der Polizei. Ich hoffe, die Kollegen haben uns angemeldet. Ja, was hat das alles zu bedeuten? Mein Name ist Kress. Das sind meine beiden Kollegen, Herr Heimann und Herr Johnson. Jürgen, was soll das? Wir wollten nur Ihre Tochter etwas fragen. Haben die Kollegen das nicht gesagt? Doch. Meine Tochter ist im Arbeitszimmer meines verstorbenen Mannes. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Tochter alleine sprechen möchten. Gerda, kommen Sie bitte. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wir sind gleich wieder weg, Frau Cantori. Sie werden nicht mehr gebraucht, Gerda. Was kann ich für Sie tun? Es geht darum, dass Sie Herrn Luban etwas bestätigen sollen. Oder auch nicht. Und das wäre? Dass Sie Herrn Luban bestätigen, dass er zwischen 23 und 2 Uhr vorgestern Nacht das Haus bzw. die Wohnung nicht verlassen hat. Und wie soll ich das wissen? Herr Luban sagt, Sie hätten in der fraglichen Zeit vor seinem Haus in Ihrem Wagen gesessen. Hat er das? Worum geht es hier eigentlich? Es geht um den Tod von Ludmilla Gerber. Und wer ist das bitte? Sie können sie festnehmen. Du warst nicht vor dem Haus bei mir. Sie hat Ludmilla Gerber erstochen. Ihre Fingerabdrücke werden Sie auf dem Messer finden. Die Schlüssel von dem Appartement. Der ist mir entwendet. Er lügt. Den Fingernagel, den ich da gefunden habe, ist von ihr. Bist du jetzt fertig? Du bist ein Albtraum. Weißt du das? Ich habe mir noch nie was wegnehmen lassen. So einer Frau schon gar nicht. Ich hatte alles vorbereitet. Es wäre gut gegangen. Das Mindeste, was ich für Ludmilla tun musste. Mindestens das. Noch eine Frage. Warum haben Sie das Notizbuch von Frau Gerber mitgenommen? Ich wollte nicht, dass man seinen Namen bei ihr findet. Wir wollten in 4 Wochen heiraten. Hat er Ihnen das nicht gesagt?